Moin moin und herzlich willkommen zum letzten Video von meinen Voraufnahmen. Dieses Mal seht ihr mein Mischlingsteam. Yay! Ich wollte gerade sagen, ohne Dragoran. das Team habe ich mir zusammengestellt, also das war das erste Team, was ich mir überhaupt zusammengestellt hatte. Ich hoffe, es gefällt euch. Also mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Und den Affen habe ich irgendwann mal, Infernape. Nein, Moment. Ich kann noch mal kurz gucken. Panferno, natürlich. Habe ich vom Abonnenten irgendwann mal gekriegt gehabt, wo irgendwie Zeit mega stark und ich bin auch sehr dankbar darum. By the way, wenn ihr mir Pokémon schicken wollt, mit denen ich Online-Kämpfe machen soll, also Teams zusammenstellen soll, wie, keine Ahnung, Dinosaurier-Team oder keine Ahnung, irgendwie sowas, dann schickt mir doch eure gebrüteten EV und DV, also DV gebrüteten und EV trainierten Pokémon. Ich nehme alles, ich nehme gerne alles und ja. Links dazu, also um mich zu kontaktieren, findet ihr in der Videobeschreibung. Skype, Google Mail und Freundecode. Ich habe noch keine neue Bezeichnung dafür, aber ich lasse mir noch eine einfallen. So Leute, es geht los gegen Asuna noch ein letztes Mal mit einem Mischlingsteam. Also wir starten durch. Das werden viele, viele Runden, glaube ich. Oh, so viele Runden sind es gar nicht. Okay, schauen wir einfach mal. Startet mit Panferno. Ich starte mit Panferno. Und er mit P und Draghi. Ich bin schneller auf jeden Fall. Beide fangen mit P an. Und wir machen mega Schaden. Natürlich habe ich einen Live-Orb, aber es ist mega heftig, wie viel Damage wir mit einem Angriff ausrichten können. Und der Schaden, Rückstoßschaden durch Live-Orb ist natürlich auch überschaubar. Ne? Also ist nicht so extrem. Gibt Schlimmeres. Hat Giftschleim. Und er dachte sich wahrscheinlich, okay, das überlebe ich nicht mehr. Deswegen bleibe ich lieber drin. Hat einmal Giftspitzen rausgeholt. Null Problemo, so ist das Gift nur normal und nicht gleich toxisch, so wie Toxin. Kein Problem für mich. Wie heißt das hier noch? Knacklion? Knackrack! Moment. Mega. Ich muss das eben sehen. Mega Knackrack, okay. Na, machen wir erstmal Nahkampf. Und wir machen mega Schaden, Alter! Knackrack. Na, kann Erdbeben machen und das ist klar. Panferno mit gesenkter Verteidigung mal 2. Das überlebt es nicht. Damit ist Panferno weg. Schade, aber hat sich gut geschlagen. Da haben wir mein Sumpex aus dem... Oh, das ist nicht mal mein gebrütetes. Das ist mein Ingame, also mein Wetlock. Sumpex aus Hardgold, genau. Ne, mein Sumpex aus Alpha Saphir. Oha. Ich habe gedacht, das ist, ein gebrütetes gewesen, aber egal. Dann ist das eben so. Gift schadet. Sir Eki. Ah. Wie heißt das Vieh denn noch? Komisches Stachelstahlvieh, das schreibe ich einfach. Stachelstahl. Ja, immer diese Competitive-Angriffe, weißt du? Giftspitzen, Tarnsteine, Na gut. Im zweiten Erdbeben überlebt es auch noch. Leider, es sei denn, wir machen Crit. Leider nicht. Blattgeißel. Oh, autsch. Das war's, ja. Vierfach schwach. Auch wenn das Tante... Keine Ahnung. Wenn das Vieh nicht so stark ist. So, da kommt ein Mega-Lucario, oder? Erstmal Schaden durch Steine. Ja, mein Mega Lucario. Lucario. Leider geil. Ich hab's nicht so viel. Ich hab's nicht physisch, wie viele das spielen. Ich hab's einfach mal speziell gemacht. Und das Ding ist gebrütet. Das war ein Akt, Leute. Immer mit Riolo und warten, bis es sich ja nicht zu Lucario weiterentwickelt, um es weiter zu brüten. So ein Abfuck. Giroball tut mir relativ weh. Und die Aurasphäre. Tut ihm ganz schön weh. Bam, Bitch. Stirb. Tschüss, Sir Eki. Auf Wiedergesehen. Bis jetzt noch relativ ausgeglichen. So, da kommt Quajutsu. Oh mein Gott. Ich hasse es. Da kommt erstmal. Das ist der Surfer. Jo, und der tötet mich natürlich instant. Hätte ich vielleicht besser rausgehen sollen, aber wohin dann? Hat einen Live-Orb. Geht zu Kapaloris. Das wäre natürlich die sinnvollste Wahl gewesen. Kapaloris ist geil.
Das Blöde ist, dass hier Quajutsu hat ja diese Wände. Nein, hat es nicht. Doch, Wandlungskunst. Und jetzt hier. Ey, hat er gerade eingesetzt, ne? Alter, übertreib auch noch. Heftig. Na, Quajutsu verschwindet wieder vom Spielfeld. Dafür kommt erstmal Tomborg. Heißt der auch wirklich so? Tomborg? Tomborg. Keine Ahnung, kann sein. Drecks-Pokémon, ja. Überleben wir das Gift noch einmal? Ich glaube, ganz knapp. Ja. Sind wir schneller? Ja, wir sind schneller. Yeah, Attacke! Los, frier ein! Tut es natürlich nicht. Hat noch eine Zitrusbeere. Ah! Ach, dann hat dieses Vieh auch dieses, wie heißt das noch? Wiederverwertung. Dass Zitrusbeere immer und immer wieder wiederverwertet werden kann. Drecksfähigkeit. Ich glaube, das ist auch gesperrt von Competitive-Spielen. Da kommt erstmal mein Latias. Hula Latios. Egal. Ich weiß, was gemeint ist. Schutzschild. Na, Spukball trifft er natürlich nicht. Reiche Ernte. Ah. Hat erstmal seine Zitrusbeere wiederbelebt. Aber das dürfte er eigentlich nicht überleben. Nein. Latias hat von mir dieses Item für Latias und Latios bekommen, dass sie speziellen Werte steigert. Quajutsu Eistrahl. Oh mein Gott. Ich hasse Quajutsu. Ich hasse wirklich Quajutsu. Quajutsu und Turtok, ne? Nimm Turtok und hau Quajutsu einfach auf die Fresse. Weil Quajutsu so ein Drecksvieh ist. Mann. Da haben wir auf jeden Fall Stat drauf und können das Vieh instant weghauen. Jawohl. Trikefalo. Ein Drachen-Pokémon. Mit Drachenpuls. Sehr schön. Töte mich natürlich. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Sehr effektiv, ne? So, jetzt kommt mein Dragoran. Noch ein Drache. Toll. Drachenpuls. Tötet es mich? Oder überlebe ich noch einmal? Komm schon. Nein, ich bin tot. Alles klar. Ah, egal. Was soll's? War eigentlich ein ganz guter Battle. Kann man sich nicht drüber beschweren. Leute, ich danke euch fürs Zusehen und bin gespannt, wer sich als nächstes mit mir messen will. Haut rein, schaut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai.